Hallo und willkommen zurück zu EFT. So, letztes Mal ordentlich noch den Stash aufgeräumt, zumindest im Zeitraffer. Sieht zwar nicht so gut aus bis jetzt, aber wir kommen noch dahin. Also wir rüsten uns. Einser Lever kommt rein, die Rubel sollten nicht da oben hängen, sondern hier unten. 4000, das reicht nicht, da legt man nochmal, keine Ahnung, 35.000 dazu. Ach, mach mal 45.000. Was soll der Geiz? So, irgendwann werden wir es ja brauchen. Ah, stack doch zusammen. Okay, beinahe 50.000, das passt. Ich habe eine Maske auf. Ja, so ein Car-Kit können wir auch noch verkaufen. Dann haben wir etwas Loot noch übrig, den wir alles verkaufen können. Emilia-Croutons. Katzen. Moonshine. Die Aljonka, dafür habe ich keinen Platz mehr. Gott, das sieht doch gut aus. 270.000 Rubel. So, dann haben wir eine Mail. Wieder ein Mitleidspaket von Trapper. Receive all. Dankeschön. Genau, und dann können wir noch die Quest abgeben, die wir letztes Mal erledigt haben. Das war, glaube ich, bei Jäger. Ist auch das Symbol oben. Genau, 5 mit dem Bolt Action Rifle ausgeschalten. Ja, ja, ich fühle mich gut. So, wir haben dann noch eine Daily Quest, wo wir 2 Rucksäcke bekommen und wow, 17.000 Rubel. Und wir haben eine Quest. Ja, ich habe so schön aufgeräumt. Gleich mal zur Mechanik gehen und das wieder verkaufen. Ich meine, ist ja nett von Jäger, aber Inventar vollmühlen kann ich selber. Nun gut, also wir haben eine Quest auf Customs, wo wir noch 9 Skeps oder so umschießen sollen. Das machen wir dann gleich. Nehmen wir die Mosin mit? Ich würde sagen, ja. Ich brauche dazu, war das die richtige Munition? HP, BT, Link Search, beziehungsweise genau, Item Search. Ja, kauf mal nochmal 20 Stück, kann nicht schaden. Letztes Mal mit der Mosin so oft daneben geschossen, dass das leider nötig ist. Buckshot nehmen wir, Dual Sabbath nehmen wir auch mit. Das spiele ich und Hammer genug, ja, kann oben rein. Und was soll's, eine Granate, kann die hier aufdrücken. Wird eh nicht besser mit meiner Ordnung, bis wir deutlich mehr Container haben. Na gut, genug geredet, auf nach Customs. So, dann muss ich nur drauf, nicht drauf. Test, test. So, dann muss ich nur dran denken, die Skeps tatsächlich mit der Schrotflinte umzuhauen. Nicht unbedingt mit der Mosin. Gut, so einen Sniper auf dem Turm werde ich jetzt kaum treffen mit der Schrotflinte. Versuchen könnten wir's. Nee, da will man nicht versuchen. Also, wir klappern erstmal den Stash ab. Und dann können wir tatsächlich hier einen Sniper-Spot mal einnehmen. Nur für den groben Überblick. Nein, der Stash ist nicht gespawnt. Na gut, dann gehe ich an die Werkzeugkiste. Na komm. Offenbare, was in dir steckt. Hoffentlich gutes Zeug. Oh, Boxerrahmen nehme ich mit. Das ist zumindest ein bisschen was wert. Kommt erstmal in die Gefängnisbrieftasche, bis was Besseres auftaucht. So. Schauen wir mal hier, ob wir irgendwas sehen. Oben sehe ich noch keinen Sniper. Vielleicht kommt ja ein PMC. Irgendwie packt das gerade. So. Wir wissen, dass da am Grafikkartengebäude das eigentlich immer schön abgeht. Guck, da ist, glaube ich, einer. Ich muss echt warten mit dem Schießen. Ich glaube, wir haben ihn nicht. Da kommt aber ein Skeff. Von unten. So, Nummer 1 haben wir schon. Gleich mal wieder hochheilen.
Na, gar nicht so schlecht, wenn man die einfach anlocken können. So, ich hoffe, den da unten erwischt es auch. Schauen wir mal wieder nach. Da steht er, glaube ich, noch. Jetzt steht er nicht mehr da. Okay. Wir gehen einfach mal davon aus, dass er gestorben ist. So, war aber wahrscheinlich auch nur ein Skeff, also höchstwahrscheinlich. Na komm. So. Oben ist immer noch kein Sniper, das ist gut. Da ist einer. Also kein Sniper, aber irgendwas. Da läuft er. Aber meine Augen sind nicht gut genug, um das zu sehen. Müsste ich wieder Ding hochdrehen. Also irgendwie am Rand ist einer langgelaufen. Aktuell höre ich keine Schritte, das ist gut. Ich bezweifle, dass ich den so einfach kriege. So. Hey. Wer war das? Ich sehe leider den Ursprung nicht. Vielleicht ist es ein Sniper auf einem anderen Dach. Nee. Kann nicht behaupten, dass ich ihn sehe. Na egal. Dann loot man den. Fuck. Gerade im falschen Moment. Okay, Elder Dimny. Scheint dann irgendwie ein Bär gewesen zu sein. Na egal. Ja, mit der Schrotflinte auf die Rübe. Das kann nur tödlich ausgehen. Ich hab nicht mal meine Granate verbraucht. Aber hey, Poxeram. Wie viel ist es wert? Therapist, Zell. 12.000. Tropfen auf den heißen Stein. Ja, zumindest haben wir ein paar Schrotflinten. Boah, rein damit. So, eine Gesichtsmaske, einmal Kopfhörer, einmal Rucksack. Und wir sind eigentlich schon gerüstet hier. Nehmen wir auch Body Armor und auf geht's auf Customs. Diesmal spielen wir nicht so vorsichtig. Bringt ja gefühlt eh nichts. Fühle mich nackt mit nur der Schrotflinte. Hätte zumindest eine Pistole noch verbrauchen sollen. Mal zumindest ein bisschen Chance auf die mittlere Entfernung. So. Schrotflinte, Tankstelle ist voraus. Schrotflinte ist bereit. Dann gehen wir mal hier in das schöne Gebäude. Schauen ins Regal, da ist auch öfter was Nettes drin. Wird bestimmt laufen. Dann wer da? Nö, gut. Mal die Tür hinter ihm schließen. Ja, Zigaretten und ein Feuerzeug. Was haben wir noch? Außer Dunkelheit. Dunkelheit, Dunkelheit, Dunkelheit. Nix. Nicht meine Jacke hängt hier. Mensch. Inflation hat Tarkov wieder hart getroffen heute. Alter. Wieso schleichen die alle so? Ich hab doch Kopfhörer. Können doch nicht einfach geräuschlos rumlaufen. Ich brauche eine Chance. So, hier kommen sie jetzt wahrscheinlich massenhaft. Oh, Wodka. Nice. Das wäre aber gar nicht so schlecht. Da kommt der nächste. Hinter mir auch. Irgendwie höre ich da was oder habe was gehört. Jetzt ist es relativ ruhig. Komisch. So. Wo seid ihr denn hin? Wäre gar nicht schlecht, wenn hier 5 oder 6 noch auftauchen. Alle umschießen. Rechts. So, das war ein Treffer.
So, schön aufnehmen, schön lupen. Mütze. Schrot. Ich wünschte, der wird etwas leiser wühlen. Nur ein Tick leiser. Ich glaube irgendwie auch. Nein, die hätte ich doch aufnehmen können. Sehr gut. Hab sie. Und da oben ist einer. Hallo? Jemand reingekommen? Nö. Bis die Bots mal lernen, die Tür hinter sich zu schließen, hab ich noch eine Chance. So, was hat der? Eine Tots? Sollte man die nicht auch jemand mitnehmen? Ich glaube, das war eine Tagesquest, die abgelaufen ist. Ja, sehr gut. So, da ist noch einer. Rechts von mir. Und da hinten. Den müssen wir kommen lassen, das schaffe ich nicht mit der Schrotflinte. Er rennt. Aha. Doch ein guter Platz. Ich glaube, das war nicht der von hinten. Nee, da ist noch einer. Ach, das andere ist auch eine Schrotflinte, die ich aufgenommen habe. Ja, so wird das nichts. Wir warten einfach, bis er kommt. Ich glaube, paar Kills braucht man noch für die andere Quest. Was bist du? RBST, wertvoller Schlüssel. Denke ich zumindest. So, und wie kriegt man das jetzt? Weiß nicht. Hab einen Pestily-Stream vor ein, zwei Tagen gesehen und der macht das irgendwie deutlich besser als ich. Habt ihr den Laser gesehen? Schreckt mich doch nicht so. So, einer ist noch da. Boah, ich dachte, da kommt ein PMC mit seinem Lasergewehr und verpasst uns neues Auge. Ah! Ich glaub, das waren jetzt alle. Noch einer da? Hallo? Eine Saiga. Eben. Scheiße, nicht mit den Kopfhörern. So. Ja, ist ja gut, PMC. Ich glaube, da kommt noch einer. Komm schon, nicht abnippeln. Du bist stark. So, der hat eine AK, die nehmen wir mit. Ja, ist ja gut. Vielleicht hat er Health-Items. Würden gelegen kommen. Ach, was soll's, wir nehmen dem seine Weste. Wir nehmen dem seine Weste. Es march. Und SJ9-Injektor. Nice. Ah, shit. Der Key zählt nicht mehr. So, jetzt, sorry. Bin ein bisschen im Panikmodus. Ja, ist ja gut. Wir kriegen die schon noch ein bisschen geheilt. Mal die Waffe von dem anderen ausprobieren. Die Leiter kommen nicht hoch.
So, wir sind auf Full Auto. Gefahr ist halt, dass rechts hier welche drin sind. Nö, sieht gerade nicht so aus. Wunderbar, aber dass man Scav anlocken hat so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil immer, wenn man da Scavs nicht will, dann kommen sie in so Massen. Tankstelle wieder auf, können wir leider nicht nehmen. Aber wir können uns heilen. Und hier ist auch noch eine Medizintasche in der Nähe. Das könnte ganz praktisch sein. Ich mag's, wie sie das hier verändert haben. Kommt mal viel besser durch. Ich glaube, die haben's verändert. Bin mir fast sicher. So, Medizin. Ja. Tja, das ist dann nicht schwer, sich zu entscheiden. Ja, ein bisschen Aramid und PST-Munition. Die kann da liegen bleiben, bis es schwarz wird. So, komm schon. Papa braucht Zeug, Käse. Oh, die Desert Eagle. Die neue Waffe. Nice. Einfach so gefunden. So. Das Problem ist, ich habe mit einer Desert Eagle, egal in welchem Spiel, immer meine Probleme, was das Treffen angeht. Aber ich vertraue Tarkov mal, dass es hier wahrscheinlich noch schlimmer sein wird. So, Stash. Stash müsste hier vorne sein. Ist nicht der Gespawnte. Schade. Dann können wir noch zu dem freundlichen, toten Kollegen da gehen. Der hat öfter mal gutes Zeug. Muss ich auch hier einen Busch schätzen. Hat man noch nicht zu Tode gesniped. Hoffe ich zumindest. FMJ. Ja. BS. Bist du gut? Du bist gut. Ab nach unten mit dir. Ja, Bolzen. Hol die Bolzen, können wir mitnehmen. Die brauchen wir sowieso en masse fürs Hideout. So. Dann ist hier eigentlich noch ein Stash. Boah. Der ist ja. Ja, nicht viel drin, nur ein Zibo. So, von mir aus kann man jetzt noch nach Ding gehen, nach Fortress. Vielleicht finden wir ja was Schönes. Also wir sind ein bisschen nicht bei bester Gesundheit. Ja. Soll trotzdem passen. Da gibt es ja immer gutes Zeug. Ich glaube, da waren Bossguards. Wir gehen weg. Ich glaube, das waren Bossguards. Komm, lauf, du träge Sau. Ha. Wieso lege ich mich eigentlich hin? Deswegen nehme ich die Route zurzeit nicht mehr so gerne. Das war zumindest normaler PMC. Aber wir haben die zwei Quests abgeschlossen. Oh. Treffen aber gut meinen Kopf, die ganzen Bots. Ja gut, das war auch das einzige Körperteil, was ich ihm durch mein Hinlegen irgendwie entgegengestreckt habe. Kann ich schon nachvollziehen, dass das dämlich war. Den hätten wir haben müssen. Können, sollen. Naja. Quests. Firma dankt. Wunderbar. Naja, hier mit den Rubeln. Und dann muss man nicht mehr mit der Schrotflinte rumlaufen. So. Ist auch fertig. Kriegt man sogar zwei Rucksäcke für Lau. Okay, geht hier drin nicht. Na gut, dann rüsten wir uns nochmal aus. Wir müssten eigentlich nach Factory, aber die muss ich mal
erst noch durchlaufen. Ansonsten, was steht denn an? Was steht denn an? PMCs ausschalten. Dafür wird sich Factory auch lohnen. Muss nur besser laufen. Wir nehmen mal die Uzi nach Factory. Ne, wir nehmen hier die lange MP133. Wir nehmen nicht den Rucksack. Wenn wir einen Rucksack brauchen, nehmen wir ihn einen unserer toten Gegner ab. So, Schlüssel, SJ9, Bolzen, BS-Munition. Was nehmen wir mit? Car-Kit und das Saliva. Ja. Granaten. Alles, was wir noch haben. Kopfhörer ohne geht nicht. Helm braucht man, glaube ich, nicht. Schutzwehr aber empfehlenswert. Zumindest ein bisschen. Das ist halt schon relativ guter Schutz. Relativ guter Schutz. Naja, wir wollen ja Factory auch überleben. So, Dual Shot. Aber ist egal. So billig wie das ist. Na gut, ich glaube, wir sind gerüstet. Irgendwann muss ich die Kultistenrobe auch wieder ausziehen. Ich glaube, wir müssen auf Factory einfach ein bisschen ruhiger spielen. Letztes Mal bin ich ja einfach reingepusht, weil ich so Angst vor der Map habe. Ich glaube, wir müssen hier einfach taktischer spielen. Könnten uns mal umsehen. Können die schönen Flatsch-Flatsch-Flatsch-Geräusche mit anhören. Scheiße, ist ja alles offen hier. Ist ja auch alles offen. Oh, da liegt ein Standard. Alter. Ich glaube nicht, dass man den looten konnte. He's here. Oh, wie laut das ist. Geht auch früher hoch. Okay, da geht's definitiv nicht durch. Toll, beide Granaten schon weg. Beide Granaten schon weg. Von rechts kommt was. Da war einer. Boah. Was seid ihr denn? Ach, das ist wieder hier unten. Da will ich nicht rein. Da komme ich nicht durch. Da bin ich die letzten zwei Mal abgeschossen worden. Das muss nicht nochmal sein. Komm schon. Okay, der kommt mal runter. Beziehungsweise hoch. Interessantes neues Layout. Was haben wir hier? Ja. Okay. Selber Asshole. Ab ihn. Ein PMC. Geh doch nicht aus der Deckung! Ich bin zu nervös beim Spielen heute. Mit was hat der denn geschossen? Ja, Silverballer. Ich habe Music umgeballert. Ja. Nur 500 XP. Oh, gut.
Nicht das beste Kaliber, mit dem ich da erschossen wurde. Ich mag Factory immer noch nicht so wirklich. Okay, die Message war nicht wirklich da. Was macht man denn jetzt? Operational Tasks. Oh, zweimal durch Keller. Nee, danke. Also auf Factory hab ich gerade keine Lust mehr, wenn es nicht sein muss. Ach, in die Füße muss ich den auch noch schießen. Dann kriegt man aber 12.000 XP. Okay. Im Kopf haben wir schon zwei. Dann schießt man mit der Mosen noch zwei in die Pfoten. Das ist doch gar kein Problem. Was ist das? Ich brauche das Bolt Action da. Das ist das Karabiner. Hier ist das Mosin, okay. Das ist auch Bolt Action, oder? Ja. Wunderbar. Wisst mal Bescheid. Dann ausgerüstet. Limit Search. Kauf mal wieder 40 Munition. Diesmal sogar billiger. Oh. So, wo ist sie gelandet? Eigentlich hier oben. Das stimmt auch. So, das unten passt eigentlich. Wir brauchen Kopfhörer. Vielleicht hat Fans gute gerade für uns im Angebot. Oh. Sind aber teure hier. Vielleicht hat er eine gute Waffe. Was ist denn das? Eine Toygun? Semi-Automatik, Karabiner. Boah, braucht mal das nicht so, aber krass, dass es immer noch nicht gescheit lädt. Ist egal. So, Skia hat Kopfhörer für 28.000. 6 Stück können wir kaufen. Oh, kostet wieder 169.000. Aber ohne Kopfhörer geht nun mal gar nichts. So, dann hat er eigentlich, glaub, Trapper die Basisrüstung hier. Kann man 3 Stück wieder kaufen. 140.000. So. Jetzt haben wir nur noch 30.000 Rubel. Jetzt muss was laufen. So, wir haben da was zum Nachklicken. Oh, was soll's hier? Gehen wir noch kurz zu Ragman. Holen mal Bankrobber. 3 Stück davon könnten wir uns noch leisten. Man muss doch auch irgendwo oben gelandet sein. Super. Und dann kommt das Car-Kit nach oben. Ich nehme mal noch 2 S-March mit. Nur für den Fall, dass jemand auf mich schießt. Und ansonsten, wo ist der andere Munition? Also 40. Okay. Ich denke mal, das reicht an Schuss. Das Messer braucht man nicht. Und wir nehmen noch eine Pistole mit. Eine gefüllte. Gut. Startbereit. Und wir gehen am besten auf Woods. Da hat man, glaube ich, irgendwie die meisten Chancen, Scavs in Ruhe aus der Entfernung zu treffen. Und ich muss sie ja nicht killen. Ich muss sie nur ins Bein schießen. Das sollte man zweimal schaffen. Und wir haben es bald geschafft mit dem Flohmarkt. Wir sind schon Level 14. Wenn wir das jetzt machen, gibt es nochmal 12.000 EP on top. Mindestens 12.000. Okay. Ich weiß, wo wir sind. Wieder in diesem Bahndepot. Wir können auch mal in eine andere Richtung gehen. Wir müssen ja nicht immer da Richtung Scav Village. Erstmal liegt hier noch ein Stash. Aber da hinten ist irgendwie ein Outpost, wo ganz gute Medizinsachen und so ein Zeug rumliegt. So, irgendwo. Schwierig für mich hier immer zu finden. Der eine, der liegt in irgendeinem Baum integriert, ist so ein Barrel Cache. Und da sie jetzt dynamisch sind. Keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen weiter vorne. Arg weit hinten. Hinter mir kann es eigentlich nicht sein. Boah. Das sehen wir dann schon. Also nicht heute, aber beim nächsten Mal. So, hier gehen wir ein bisschen vorsichtig vor. Also im Scav Outpost, wie der Name schon sagt, sind Scavs. Ich denke auch, dass die PMC-Bots da hingezogen werden. Das ist eben wie das Holzfällerlager. Eher eine umkämpfte Stelle. Vielleicht muss ich meinen FOV gleich mal wieder ganz
ganz niedrig stellen, dass ich irgendwas treffen kann. Ich glaube, da haben wir noch Zeit. So, ich fühle mich noch nicht beobachtet, das ist gut. Wird nämlich Zeit, andere zu beobachten. So. Nur mal in die Nähe und schauen, ob denn was für uns dabei ist. Wie sieht's aus mit Energie? Ja, geht. Dachte, ich hätte was gehört. Immer noch, ich habe was gehört. Wir gehen da vorne in den Busch. In den Busch. Keine Ahnung, ob das gegen die PvE-Bots hilft. Sonst hilft ja auch nichts dagegen. Ich versuche mich eigentlich noch hinzulegen. Das will er öfter nicht machen im Busch. Was man machen kann, ist vor dem Busch sich hinzulegen und dann reinzukriechen. Ja, bei Bedarf. Noch sehe und höre ich tatsächlich wenig. Hauptsächlich mein Rumgestapfe. Das war nicht ich. Da kommt einer irgendwie. Oder war es ein Tarkov-Soundbug mal wieder? Kann ich leider nicht beurteilen. Also ich höre links was sich im Busch bewegen, obwohl ich mich nicht bewege. Ich dachte, die PMCs hier verstecken sich nicht in Büschen. War jetzt einfach eine Annahme, da habe ich keine grundlegenden Informationen zu. Na, ich glaube, das ist einfach ein Soundbug da hinten. Interessant, dass man hier noch nichts sieht. Im PvP-Modus wäre das nicht so gewesen. Da hätte man zumindest vorne Action gemerkt. Man kann mit der Mosin auch schlecht reinlaufen, weil wenn uns dann jemand zu nahe kommt, haben wir wieder die Arschkarte. Ich würde sagen, wir gehen... Doch. Hilft ja nichts, wir gehen ein bisschen näher ran. Bevor uns Partisan jagt. Ich habe so das Gefühl, ich werde gleich erschossen. Weiß auch nicht, woran das liegt. Weiß auch nicht, woran das liegt. So, jetzt sind sie aber, wenn dann, keine 40 Meter mehr entfernt. Was auch zu Problemen führen könnte. Ich würde sagen, wir lassen das Camp mal Camp sein. Oh, ich glaube, das haben sie auch anders gemacht. Wahrscheinlich, dass der BTR da rein kann. Wir gehen mal Richtung Holzfäller-Camp. Da haben wir zumindest die Chance, dass wir einige Webs wegsnipen können. Und wenn der Boss da ist, dann brauchen wir uns über sowas gar keine Gedanken mehr machen. Langsam, ganz vorsichtig. Hat man eigentlich einen guten Blick, aber irgendwie ist es grafisch schon mal besser gewesen, vor allem da hoch. Haben sie vielleicht irgendeine Optimierung gemacht? Ist das nicht einer da vorne? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann müssen wir hier auch näher ran. Überraschend ruhig heute. Hätte ich nicht gedacht. Sonst ist auf Wutz hier immer beinahe so ein Kleinkrieg.
aller PMCs und Bosse. Kann ich heute nicht behaupten. Kaum Schuss gehört. Gleich einfach noch niemand gespawnt von den Jungs. Wirkt halt echt verlassen. Da ist einer. Irgendwo höre ich was. Muss ihm ja nur ins Bein schießen. Ja, also zuordnen kann ich nicht, was ich da gehört habe. Na gut, dann gehen wir eins weiter Richtung Scaffhaus. Wenn da keine Scaffs sind, dann stimmt aber was nicht. Wir müssen ja nur noch zwei ins Bein schießen. Oder einem zweimal ins Bein. Nee, wahrscheinlich. Zwei separaten in zwei unterschiedliche Beine. Ah, interessant. Also so ruhig war es selten. Vielleicht weiß das Spiel, dass ich kein Geld habe. Will mir ein bisschen Mut wieder machen. Da hat sich's aber verkalkuliert. Das brauche ich jetzt garantiert nicht. Oh, ich glaube, das ist hier eine Hütte mit dem verminten Bereich. Dann gehe ich hier unten lang. Da weiß ich zumindest, dass es nicht unbedingt vermint ist. Also irgendwann schon, aber nicht unmittelbar vor dem Haus. Da ist einer. Und tot. Ich hoffe, das hat gezählt als Beintreffer. Der erste. Vielleicht lockt man hier auch weitere an. Ich weiß es nicht. So, was hattest du dabei? Na klar, nehme ich mal. Boah, nehme ich mal. Nehme ich mal. Die nehme ich mal. Den Rest eigentlich auch. Kommt einer? Weiß noch nicht von wo. Dachte ich jetzt, was ich etwas gehört. Da ist einer. Komm, ich hab ihn doch ins Bein geschossen. Der hat mir ins Bein geschossen, der Arsch. Und wie gesagt, hier rechts sollte auch noch einer sein. Wo ist denn der Arsch da hinten hin? Da ist er. Nee. Boah, der kann sie doch nicht verkrümelt haben. Auch bessere Wutzaugen. Könnt ihr einmal leicht auf mich schießen, damit ich sehe, wo ihr seid? Mir das zu viel verlangt. Hier rechts, keine Ahnung, was ich da gehört habe. Keine Ahnung, was ich da wieder gehört haben will. Die Quest hat noch nicht getriggert. Ist doch nicht so, dass wir die tatsächlich töten müssen durch Beinschuss. Ah, glaube ich nicht. So, wir gehen mal zum nächsten Felsen. Da ist er. Ah, wäre das schön gewesen, wenn sie jetzt getriggert hätte. Ich muss ein bisschen vorsichtiger am Abzug sein. Und wirklich den Schuss dann nehmen, den ich sicher treffe. Zumindest sicherer als alles, was... Der ist keine 40 Meter entfernt. Dafür ist er tot.
Das ist in dem Fall gut genug. Mal schauen, wo bist du hin? Du Sack. Da hinten ist einer. Ja. Gleich ist es auch noch wieder ein Busch. Hat zumindest sich nicht gerührt oder zurückgeschossen. Ist da einer? Ja. Komm, das sind doch 40 Meter. Oder nicht? Irgendwann muss das mal zählen hier. Kann doch nie angehen. So viel Munition habe ich jetzt nicht dabei. Komm schon, ich bin auf dem Präsentierteller. Zeigt euch doch mal wenigstens. Da hinten ist einer. Ja, den treffe ich garantiert. Der ist irgendwo gerade hinter dem Stein. Da kommt er. Keine Ausdauer mehr beim Zielen. Schon komisch. Schauen wir mal kurz in die Tasks. Shoot any target in the legs. Ja, einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch, dann ist die Quest vorbei. Ich loot erstmal unser Freundchen, das hier umgefallen ist. War das hier? War doch in der Nähe vom Baum. Da bin ich schon wieder so weit gelaufen. Eigentlich ja nicht. Doch, der. Kann doch nicht sein, dass ich mich nicht dran erinnere, wo ich den hingelegt habe. Ja, doch, kann schon sein. Da liegt er. Wusste ich doch. So, du hast eine TT, die interessiert mich nicht. Trotzdem XP. Kannst aber zurückhaben. Kannst du gern zurückhaben. So. Hilft dir nichts, wir müssen hier. Da steht er. Ja! Da verstecken sich alle. So, den Hammer. Den Hammer. Ich sehe ihn noch nicht ganz. Da war. Da war er doch. Boah, hier nehme ich. Tots AKS. Keine Ahnung. Nehmer. Ja, ja, ja. Gute Pistole. UN-Helm. Keine Ahnung, ist ein Helm. Rubel. Nehme ich auch mit. Könnt ihr mal deutlicher sterben hier? Gibt's doch nicht. Was ist denn das? Irgendwas. Der hier mitten im Busch. Also ich glaube, so langsam werde ich doof. Ja,
langsam werde ich doof in dem Spiel. Ist egal, wir looten noch den einen und dann müssen wir eh Outskirts raus. Oh, wird ganz gut passen. Und die Quest ist abgeschlossen. Und wir kommen hier eventuell sogar lebend raus. Das erste Mal heute. Ach, der saß doch auch nur in dem Busch. Ah, hier ist er. Ja, weg mit der Tots. VPO. Ja, mit der Schrotflinte. Der hat eine Unka. Die müssen wir mitnehmen. Ah, ist ja gut. Weg damit, weg damit. Hier mit der Unka. Hier mit Ibuprofen. Ah, also, hier mal Richtung Ausgang. Ah, das lief doch. Das lief doch eigentlich. Kaum Gegner gesehen, aber... Endlich haben wir die Mosin mit Repetier ohne Visier Ding durch. Survived. Wunderbar. So viel Skeps auf wie viel Metern? 53, 61. 97 und Headshot. Na, da bin ich ein bisschen stolz auf mich. Okay. Dass ich mal so einen Zufallstreffer lande. Ja, ja, mein Bein kann es gern heilen. So, und jetzt können wir die Quests abgeben. Kann ich das nicht einfach hier? Completed? Nee, da muss ich schon auf Jäger rauf. So, Tasks. Sehr gut. Yay. Und wir sind Level 15. Yes, Flohmarkt. Naja, Tarkov-Shooter. Ja, gut. Das muss aber kein blankes Bolt-Action mehr sein. Das kriegt man auch hin. Umkas. Und Prepper ist auf der nächsten Stufe, nehme ich mal an. Nee, noch nicht. Wir müssen noch 750k ausgeben. Normalerweise zählt Verkaufen hier dazu. Oh, die Visiere will ich eigentlich nicht loswerden. Ja, hier die eine MP1, das Teil... Die MP5 behalten wir. Nur mal schauen, ob das hier überhaupt funktioniert. Die M870 kann auch weg. Und ansonsten, ja, vielleicht das S-March. Und... Ja, das zählt. Also wenn wir fleißig von ihm diese Rüstung kaufen, dann haben wir es auch bald. Könnten es jetzt auch triggern, aber was soll das? Therapist, wir brauchen hier dieses Dokumentencase. Ah, dafür brauche ich die scheiß Katzen. Und wahrscheinlich ein Löwen. Ja. Löwe, Katze und vier Pferdchen. Wissen wir Bescheid. Ja, hierzu braucht man die medizinischen Items. Hat Fans irgendwas Cooles gerade für uns? Ich kann nicht warten, gleich auf den Flohmarkt zu schauen. Naja, Kätzchen wäre hier auch. Ja, unser Fan-Standing ist ja ganz gut. Schon bei 1,7, weil wir die ganzen Vehicle-Exits nutzen. Bisschen weniger, weil ich sehr gerne auf Skeffs geschossen habe mit dem Unheard-Ding noch in meinem Special-Slot hier. So, Croutons, Ibuprofen, das Medizin-Item, das man nicht loswerden. Morphin kann hier hin. Bankrobber ist für einen Notfall auch mal wieder dabei. So. Mosin wird nachgeladen, aber erstmal aussortiert. Braucht man ja gerade nicht. So, das können wir dann nochmal an Prepper verkaufen. Ja, die Mosin nicht unbedingt. Ah. Was schuld. So. Freut er sich ja auch mal, dass ich Geschäfte mit ihm mache. 36.000 könnte man verdienen, nur durch das Surgical Kit, aber da haben wir bis jetzt auch nur eins gefunden. So. Flohmarkt. Was ist denn gerade beliebt? Okay, das muss man ein bisschen anders machen. Wir schauen mal in unsere Items, wovon wir viele haben. Die Bolts zum Beispiel. Filter bei Item.
Schaut mal, wie viel wert das ist. Wieso ist das ganz oben? Price. Ist doch nicht deren Ernst, dass Bowls gerade so wertvoll sind. Wir probieren's. Wir brauchen die zwar auch, aber die findet man ja zu Genüge. Das wird ein Fest, wenn wir für jeden davon 70.000 bekommen. So, waren das alle? Ich glaube, das waren erstmal alle. Add Offer. Hier. Auto Select Similar. Bowls. Per One Item. Achso, ja, per One Item will ich 70.000. Vieh 76.000. Ja. Ah, jetzt werden sie billiger. Mist. Vielleicht haben wir ja Glück. Die sind bald weg. Ich hab was verkauft. Schaut euch das an. Bei Doktor sterben. Ja, Mann. Wir haben Flohmarkt. Wir haben jetzt wieder Geld. So, auf zu einer Million. Ach, ich liebe das in dem Spiel. Was brauchen die Leute sonst noch? Schläuche wahrscheinlich. Und Wires, ganz viele. Wir brauchen die Wires allerdings auch. Alter, 60.000 für Schläuche. Wire muss ich tatsächlich jetzt selber kaufen. Glaub, 10 Stück. Boah, war das teuer. Und dann brauchen wir Glühbirnen. Dann brauchen wir Glühbirnen. Jetzt lohnt sich aller Loot, den wir haben, wieder. Das ist wunderbar. Selbst sowas Dämliches wie Schläuche. Also irgendwo haben wir Illumination. Beziehungsweise war es der Generator. Bulbex, Elektromotor. Vents haben wir hier. Auch ein Elektromotor. Das sind die teuer. Sind die teuer. Okay, ein Hammer gekauft. Kein Upgrade. Ach, einen CPU-Fan braucht man noch. 49.000. Och, man gönnt sich ja sonst nichts. So, Illumination. Hammer hier. Level 2 braucht noch 12 Glühbirnen. Kann ich mir nicht leisten. Das kann ich mir nicht leisten. Also, vielleicht geht das gerade so, aber 10 Stück kosten schon mal 440.000. Zu dem Preis verkaufe ich lieber die, die ich habe. So, rein in die Kiste mit euch. Die können wir jetzt natürlich nicht mehr verkaufen. Oder? Was ist das Symbol hier? Bundle, okay, keine Ahnung. Wahrscheinlich vom Flea gekauft, weil die haben ja nicht mehr das Checkmark. Die können nur das Zeug mit Checkmark verkaufen. So, Wasserfilter, wie viel seid ihr wert? 35.000. Aber die schlechten Wasserfilter, wie viel sind die guten wert? Die vollen. Gibt's keine vollen. Kann doch nicht sein. Hier 150.000. Beziehungsweise 148.000. Kann doch nicht sein, dass sie hier nur Mist anbieten. Okay, da wäre ich vorsichtig, weil wenn man so weit scrollen muss, bis man draufkommt. Propan. Ja, das sind normale Preise für Propan. Dann haben wir hier die Tubes. Ja. Verkauf mal für die 30.000, warum nicht? Das ist Geld in meinen Augen. Ist es ja auch. So. Filter bei Item, 31.000. Wird sagen, wir kriegen 33.000 hin. Auto Select Similar, wo habe ich die hin? Da sind sie. So, 33.333, Place Offer und kauft es, Leute, kauft es. Ach, das ist ganz cool. Nur das macht mir ein bisschen Sorgen, wie viel Waffenteile denn kosten werden.
So, was haben wir noch, was wertvoll ist? Hey, wir hätten noch zwei Schläuche. Achso, die Schläuche habe ich ja gar nicht verkauft. Helix wird nicht viel wert sein, denke ich mal. Hier die TP-Teile. 21.000, okay. Finden die Leute anscheinend öfter. O-Scope. 95.000. Da schließen wir uns doch mal an. Was ist das LEDX wert? 1,6 Millionen, her damit. 1,6 Millionen. Fehlt dabei Item. Add Offer. LEDX, LEDX, LEDX. LEDX. 1.799.999. Mit 3 Millionen, ich kann mir das nicht leisten. Kann mir das nicht leisten, das überhaupt anzubieten. Hä? Okay. Ich glaube, ich habe mich einfach vertippt, weil sonst machen die ja alle Verlust da drin. Wenn es 1 Million einbringt, ich glaube, ich habe 17 Millionen eingegeben. Dann nochmal Add-Offer. LEDX. Sonst würden ja alle draufzahlen. Also 1.799.999. Ja, 95.000. Ja, Place-Offer. Wunderbar. Hoffentlich wird der bald verkauft. Pestilimaske bei 50.000. Ach ja, wir haben eine ganze Weste voller Zucker. 100.000. So war das gedacht. Oh, ist das schön, dass wir endlich den Flea haben. Geldprobleme sind dann erstmal vom Tisch. Also müssen natürlich die wertvollen Items noch rausbringen. Aber bis jetzt hat es ja auch ganz gut geklappt. Filter bei Item. Add Offer. Auto Similar. Zucker. 99.998. Ja, ja, Place Offer. Mein LEDX wird verkauft und mein Zucker wird gekauft. Da wart man noch kurz. Ach, ich liebe das. Das ist für mich ein reines Händlerspiel jetzt, wo ich einfach Sachen besorge und dann richtig Geld damit scheffe. So, schauen wir mal. Receive all. Wir haben 3,6 Millionen jetzt wieder. Das lohnt sich doch. Da können wir uns dann eine schöne Waffe zusammenklöppeln. Da muss ich aber online erstmal nachschauen, was sich lohnt. Wir können mal schauen. Diese M4A1 wird es bestimmt auch geben. Ja, so ein Body für 57.000. Die müssen wir dann entsprechend noch modden. Dann haben wir ganz gute Kits. Generell auf dem Flohmarkt. Ja, das ist manchmal noch ein bisschen verbuggt. Schauen wir mal, was die haben. Die haben Euros und Dollars. Ja, aber nur Skier, also. Okay, Special Equipment, Body Armor, Repair Kit. 1 Million und ich verkaufe die für 300.000. Bin ich wahnsinnig. Ich hatte schon 2 davon. Naja, das Geld hat uns geholfen. Wir haben Tripwire Installation Kit. Ja, das können wir erst ab Jägerstufe 4, glaube ich, kaufen. Wi-Fi Weapon Repair Kit. Wie viel ist das wert? 150.000 volles. Gut. Info-Items braucht man nicht. Wir bräuchten ja Schlüssel, Director's Key. Also Director, Director, Director. Oder Office Key heißt er. Geben wir mal einen Director. Ja, Tarkon Directors Office Key. Ja, 40.000 ist gekauft. Dann können wir die Quest machen. Ansonsten Flohmarkt kann man richtig gut durchscrollen. Auch hier Medikits, da kriege ich immer meine Grizzlies her. Zumindest vollere oder mal... Ja, das da. Kauf mal eben gleich ab. Für 35.000 ist das praktisch geschenkt. So, dann schauen wir mal auf Seite 2. 44.000, das sind alles gute Preise für Grizzlies. Aber manchmal kriegt man halt einen Schnapper hier mittendrin. Und man muss echt aufpassen hier auf die Hälfte.
Saleva, auch immer die ganzen Verbrauchten. Die werden wahrscheinlich nicht verkauft. Oh, 3 für 24.000 oder das eine hier, das volle. Das war gar nicht schlecht. Afak ist ein bisschen teurer, glaube ich. Vor allem die, die gut sind. Ich wünsche, man könnte irgendwie hier noch nach vollen suchen. 31.000, okay. So, Provisions, da kriegen wir Essen her, da kriegt man... Ach, ist das wunderbar. Waffen können wir auch durchscannen. In Gear, jetzt wird's interessant. Was an Body Armor können wir uns denn leisten? Ja, ja, die BNTI. Das ist gar nicht so schlecht für 25. Oh, was habe ich gemacht? Ja, Body Armor. Das wäre hier gar nicht so schlecht für nur 25.000. Hat zwar nur 128, aber es geht doch. So, haben wir was Besseres, haben wir was Besseres. Hier Hexatech. Das ist schon mal gut. Ich glaube, die ist schon mal gut. Da muss man nur die Plates reinmachen. Achso, ohne das hat es nichts. Interessant. Was für eine Rüstungsklasse hat das? Wahrscheinlich auch 3. Ja. Die Teile mag ich relativ gern. Die schützen auch ganz gut, würde ich mal behaupten. Und das sind voll vertretbare Preise. Da können wir sogar noch Sachen reintun. Mountain Flare. Also das Spiel hat sich für uns jetzt... Jetzt hat sie es geöffnet. Das ist klasse, was die Leute hier anbieten. Da haben wir die, mit der ich die ganze Zeit rumgerannt bin. Mit der war ich auch super zufrieden. Ja, nice. Und Backpacks, Rucksäcke gibt es natürlich auch. Zu Spottpreisen wahrscheinlich. Zumindest gibt es hier welche für 17.000. Gut, das sind die kleinsten. Also ein Daypack gibt es auch schon für 19. Deswegen horte ich die normalerweise nicht. Ja, ja, wir haben keinen Space mehr, aber die Rucksäcke können wir ja stecken. Und sonst wohin stecken. So, der kommt raus. Achso, sein Compadre hat was drin. Ja, dann macht man so. So ein schönes Rucksack-Sandwich. Nehmen wir den besseren. Nehmen wir den besseren. Und dann würde ich, glaube ich, eine Loot-Runde auf Woods machen. Und vielleicht schaue ich in der Zwischenzeit oder... Mache ich gleich. Davor schaue ich aber nochmal, ob wir eine gescheite Waffe machen können. Lasst mich mal kurz schauen, was ich online denn so Schönes finde. So, ich habe mich ein bisschen ausgetobt beim Flohmarkt. Wir haben jetzt als erstes hier ein Preset. Die Trooper Armor wird bei Bedarf gekauft und wir haben hier auch zwei Platten drin. Insgesamt 170 Armor Points und Armor Class 4. Genau, der Helm, meine Lieblingskopfhörer, die XLs, die sind relativ günstig hier auf dem Flea. Einen gescheiten Rucksack und Umka als Ausrüstung. So, ich habe mich auch mit der Waffe ein bisschen verkünstelt. Sieht die nicht schön aus? Können wir die öffnen? Ja, können wir. Nicht Repair, sondern vielleicht muss die raus dazu. Nicht Disassemble. Genau, ein Preset gibt es dazu auch. Ja, Edit Preset. Da ist sie in all ihrer Pracht. Ich muss da ein paar Kompromisse eingehen, weil ein paar Teile nicht die waren, die ich wollte. Aber die waren entweder zu teuer oder gar nicht verfügbar. Genau, bin gespannt, die auszuprobieren. Wir können hier auf jeden Fall mal nach gescheiten Magazinen schauen. Das sind diese, glaube Gen 3 Magpul. Obwohl, ich mag auch die FN Scars. Das wäre nur die 20er. Mensch, es liegt ein kleines bisschen. Auch nur 20er hier. Magpul 30. Ja, kaufen wir mal 5 Stück für 160 Dollar. Ah, das war teuer. Und habe ich davon nicht noch welche? Müssen wir erstmal schauen, wo die gelandet sind. Da sind auf jeden Fall welche gelandet. Mensch, bin ich gespannt, das Ganze auszuprobieren. Ja, hier liegen noch ein paar extra Waffenteile. Die habe ich gleich gekauft, als sie günstig waren. Eigentlich will ich die Waffe hier auch noch fertig machen. Edit Preset. Und dann können wir einfach hier, das war M4A1, V2. Ja, ja. So. Und dann haben wir einen als Backup. Assemble.
Müssen die Parts noch kaufen. Hier oben Owner-Type-Traders ausschalten. Dann sucht er auch auf dem Flohmarkt. Und ja, bis auf den Flashlight mit Laser ist alles vorhanden für 230.000. Das passt doch. So, dann müssen wir einmal zurück. Gibt es gerade einen anderen Laser, den ich randingeln kann? Flashlight with Laser. Okay. Assemble. Bypass. Ja. Und. Nö, gerade nicht verfügbar. Ja, das ist ein bisschen komisch hier im PvE-Modus. Hier haben wir ein Tactical Device. Das sollte. So, speichern wir den Preset erstmal. Achso, nee, muss ich überschreiben. Ist egal. Byparts, ja, yeah, Discard. Auch nicht verfügbar. Doch, dann lasst man das für heute. Dann schmeißt man den einfach raus. Open Preset, V2. Ja, natürlich. Raus, bis wir was Besseres finden. Assemble. Weapon will take more space. Ja, Discard. Das ist teilweise so. Entweder die ist 3 hoch oder geht nach hinten und irgendwas liegt im Weg. Das haben sie noch nicht gescheit gemacht. Ich wünschte, die würde einfach den verfügbaren Slot nehmen. Aber es ist schön, dass man Presets hat. Es gab eine Zeit, wo das nicht der Fall war. Also, ignore. Okay, kann man einfach ignore drücken. Ist zusammengedengelt. Ja, braucht 3 Slots nach oben, wahrscheinlich wegen meinem Visieraufbau. Naja, macht nichts. Dann würde ich sagen, sind wir gerüstet. Hunger und Durst haben wir nicht. Dann vielleicht sollte man noch Munition reintun in die Magazine. Das wäre, glaube ich, nicht das Schlechteste. SP-Munition war die falsche. Die Stangenmagazine sind schon leer. Ja gut, dann schauen wir in unsere Ammo-Box. Können sogar die gute Munition mal nehmen. 855, dann noch bessere Munition. Ja. Nehmen dann wieder ein bisschen was mit. So. Das sieht doch gut aus. Was kostet eigentlich ein CMS? Ach ja, schon noch teuer. Dann kann ich die nicht einfach raustun. Also einfach hier oben mitschleppen. Noch nicht zumindest. Wenn ich immer 30.000 zahlen müsste, wäre das eine Menge. So, die kommen wieder da rein. Ich würde sagen, wir sind gerüstet. Die Magazine reichen. Wo gehen wir hin? Ich würde sagen, nochmal auf Woods. Und schauen wir mal, dass man da mit Geld wieder rauskommt. Weil das war jetzt doch insgesamt teuer. Apropos teuer. Ich glaube, hier wurde noch was verkauft. Ja, meine Schläuche. Beziehungsweise meine Tubes. So, PMC und Woods und gib ihm. So, das ist jetzt eigentlich ein ganz vernünftiges Kit. Jetzt kann ich meine Ausrüstung nicht mehr dafür verantwortlich machen, wenn ich auf den Sack krieg. So, das Reflex funktioniert, das andere funktioniert auch. Das ist fantastisch. Das ist doch einfach fantastisch. Und wir sind trotz Rüstung gar nicht so schwer unterwegs. Das gefällt mir. Gut, wir sind hier. Laser macht man natürlich auch gleich an. So ging's. Laser ist mit an. Achso, hier ist irgendwo ein Stash, den wir letztes Mal schon nicht bekommen haben, weil ich verwirrt bin mit den ganzen Wurzeln. Also irgendwie in einer wurzeligen, baumigen Teil sollte. Da ist er. Sag ich doch, dass er existiert. Ihr glaubt mir nur wieder nicht. Nicht der beste. Na gut, ich hebe ihn kurz auf für die. Für die XP. Vielleicht tut man nicht alles für die XP. So, theoretisch kann man das ausmachen, aber im PvE-Modus reagieren die Bots, glaube ich, nicht so drauf. Deswegen. Weiß nicht, ob das groß was ausmacht. Wichtig noch auf Full Auto stellen. Hab ja gesagt, ich verpenne das öfters. Beinahe wäre es wieder der Fall gewesen. Hätte ich mich geärgert, wenn ich da nur einmal geklickt hätte und dadurch sterbe. Scheint ja nochmal gut gegangen zu sein.
So, von mir aus können wir tatsächlich jetzt erstmal den Abstecher machen in da, wo wir letztes Mal snipen wollten, wo niemand aufgetaucht ist. Gleich ist jetzt jemand da, ansonsten looten wir uns da die Hucke voll. Wir müssen ja eh Outskirts raus. Also wäre das gar nicht so verkehrt, wenn wir uns da einfach alles unter die Nagel reißen und dann einfach Outskirts rausgehen. Auch jetzt würde ich sagen, ich höre noch keine Schüsse, ich höre nichts. Na, ungewöhnlich für Woods. So. Schauen wir mal. Ob wir was sehen, ob wir was hören. Jetzt sieht es relativ friedlich aus. Boah, kann man sich nicht beschweren. Oh, ich bin so froh, dass wir den Flohmarkt haben. Endlich. Wird echt ein ganz anderes Spiel dadurch. Kann man nicht seamless aufzoomen? Ja. Das neue Feature. Habt ihr gesehen? Da war einer. Das war, glaube ich, sogar ein PMC. Gehen wir mal ein bisschen näher hin, ob wir den Tod kriegen. Und wir schauen, ob wir den Tod kriegen. Ruhig jetzt. Wir treffen besser als die Bots. So viel dazu. Da war einer. Nein, mein gutes Gear. So viel zu, ich treffe besser als die anderen. Mensch, ich bin immer noch so nervös. Das machen wir gleich nochmal. Boah, obwohl es PvE ist, habe ich wenigstens Schaden ausgeteilt. Die hätten wir haben müssen. 8. Ich habe 8 Schaden verteilt. Geschieht mir ganz recht, dass ich auf die Fresse bekommen habe. So. Das war aber alles Absicht. Das war alles Absicht, um zu sehen, ob das hier mit den Presets klappt. Ich glaube daran. Equip, Byparts, woher auch immer. Oh, das geht doch. Nein, nicht genügend Space in meinem Stash. Ja, da müsste man echt mal was verbrauchen. Beziehungsweise das kommt kurz nach unten. Dann würde ich hier eigentlich den Space haben. Scheiße. Ja, bei Parts. 201.000. Wieso denn das? Warum? Verstehe ich jetzt nicht. Was sind das eigentlich für Messages? Die kennen wir doch schon alle. Equip, ja. Ja, kaufen. Egal wo. Wieso sind die so teuer? Ich glaube, da wird einfach was nicht angezeigt. Ja, ja. So. Ja, da. Die Platten tut er da automatisch rein. Vielleicht war es deswegen so teuer. Billig war es auf keinen Fall. So. Jetzt nochmal, die kommt rein. Haben wir zum Glück wenigstens genügend Magazine gekauft. Wo auch immer die stecken mögen im Moment. Ah, wir nehmen einfach die Stangs. Ich finde die genauso gut. Battlemech können wir natürlich auch nehmen. Ich denke, das reicht schon. Ach, die Munition hat er wieder rausgeschmissen. Stimmt, weil das nicht Teil meines Presets war. Ich will das waffentechnisch relativ flexibel halten. Deswegen hat er die hier unten rausgehauen. Vielleicht gibt es ja einen Weg, dass man den Secure Container und den Inhalt da, dass das egal ist. Oder ich tue den raus, den Secure Container. Na gut, dann muss ich ihn jedes Mal reintun. Ist nicht so leicht hier. So. 60 und dann nehmen wir die 14 zum Nachklicken. Das sollte jetzt aber reichen.
Ansonsten sollte man nicht draufgehen. Das wäre jetzt mein Wunsch, dass wir nicht draufgehen. Granaten könnten wir uns auch kaufen. Boah. Also, nochmal nach Wutz und diesmal mit bisschen mehr Durchhaltevermögen. Ah, was für ein Scheiß, dass ich gerade gestorben bin, ohne überhaupt was zu treffen. Ich lerne noch, mich geschickt anzustellen. Normalerweise bin ich ganz gut im Kampf gegen andere, aber das habt ihr gerade definitiv nicht beobachten können. Aber es wird besser. Ich komme wieder rein in Tarkov. Ich verschwende teures Gier. Irgendwie muss das ja ausgeglichen werden. Komm schon. M18. Euro nehme ich mit. Vulkan ist was? Achso, das Visier. Okay. Und Rubel. Kann man nicht behaupten, dass sich das arg gelohnt hat. Und Full Auto. Nochmal überprüft. Ist ja jetzt eine andere Waffe. Auch wenn sie sehr ähnlich aussieht. Goldkette, das sind 27.000. Nochmal 27.000. Ich brauche das Geld. So viele Katzen. 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 Die können kotzen. Nee, besser so als gar nichts. So, die kommen da oben hin. Munition da unten. Dann haben wir schon mal ein bisschen was. Also das ist bei auf keinen Fall diese 500.000 wert, die wir gerade ausgerüstet haben. Aber es ist zumindest ein bisschen was. Ist besser, als wenn wir draufgehen und gar nichts bekommen. Ist zumindest meine Einstellung. Also hier fehlt natürlich Flashlight und Laser. Mensch, ich hätte mich einfach besser anstellen müssen. So, wir gehen jetzt hier zum Kultisten-Circle, klappern die Häuser ab, gehen dann Richtung Skef Village. Vielleicht gehen wir auch zum Skef-Bunker. Nur mit der Ruhe. Eine Uhr. Und liegt hier irgendwo noch was Kleines? Nö. Na gut. Generell können wir auch viel, werde ich jetzt viel Waffen zusammenstellen und die nicht unbedingt währenddessen aufnehmen. Ja, ihr seht dann das Ergebnis, weil das ist schon ein bisschen aufwendigerer Prozess. Schritte. Da ist jemand. Hab glaub noch Zeit, aber... Wir werden definitiv... Was ist mit den Skeps los? Was denn los? Seit wann sind die so hardcore? So, können wir das obere nehmen. Bin besser gerüstet denn je und ich krieg auf den Sack. Komm raus. Den haben wir zumindest getroffen, aber Wahnsinn. Also ich bin nicht der beste Spieler, aber ich bin auch nicht der schlechteste. Die Skeffs sehen und hauen durch, meine Güte. Ein Netschuk. Katze. An die gute, stopp Blutung. Ja, Apfelsaft ist auch da. Ananassaft gibt es aber auch. Ein Wallet, das leer ist. Boah. Weiß nicht, was in manches Gas gefahren ist. Ist ja auch ein Hardcore-Shooter. Kann man ja nicht alles wissen. So. Ist hier noch was? Wertvolles. Nö. Haben wir den? Jetzt habe ich ihn zumindest gesehen. So.
nochmal verarzt und wahrscheinlich gleich nachklicken. Nächstes Mal nehme ich wieder ein Magazin extra mit. So, nachklicken, nachklicken, nachklicken. Boah, am ersten haben wir relativ gut was verbraucht. Hab gerade was vor mir gehört, also Richtung Fenster. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, nur ein bisschen. Ansonsten sieht das loottechnisch schon ganz in Ordnung aus. Wenn wir heil rauskommen. Ansonsten sieht es so mittel aus. Nur die Hälfte drin. Okay. Klickt man natürlich auch noch nach. Geht ja zumindest jetzt immer schneller. Ah, das ist gut an dem Skillsystem hier. So, wer will aufs Maul? Ich nicht. Ein Boot ist nix. Dann schauen wir mal den Kollegen an, den wir umgeholzt haben, hoffentlich. Nicht, dass der sich's anders überlegt hat und noch steht. Das ist wieder die Frage, wo genau der war. Vielleicht in dem Busch. Okay, finde ich gerade nicht. Such mal nicht, wir nehmen lieber das Würstchen hier. Okay, Scaff Village geht einiges ab. Wir gehen gleich hoch zum Scaff Bunker. Geht es wahrscheinlich auch ein bisschen ab. Irgendwas. Ja, Katze. Eine Katze ist da drin. Nehmen wir doch wieder mit. Die nehmen wir doch wieder mit. Zumindest eine braucht man für irgendwie das Document Case. Wir könnten das Document Case auch kaufen, aber kostet 300.000 BP-Munition. Dann schauen wir hier noch rein. Rahmen, Magnet, Nüsse. Wunderbar. Einer unseren Thorax noch. Verstehe ich gar nicht. Da ist eigentlich gute Rüstung mit Stahlplatte oder mit Granitplatte, die richtig teuer war. Wieso bin ich da so verwundet? Die braucht man. Die braucht man unbedingt. Okay. Da unten. Haben wir den? Ich schätze mal, wir haben den. Hat gar kein Geschrei gehört. Der liegt da. Nur Skiff. Nur ein Skiff. Nehme ich mit. Apfelsaft kann man trinken, obwohl sinnvoll genug. Wallet kann der wieder haben. So. Waffe ist egal. Ich schmeiß mal weg wegen Gewicht. Wunderbar. Dann gehen wir mal hoch zum Scaff irgendwas und Scaff Bunker. Na krass, wie die hier teilweise drauf sind. Die PMCs wurden deutlich härter nochmal gemacht im PvE-Modus. Das finde ich gut. Das fühlt sich richtig an jetzt. Ich krieg so oft auf den Sack, da hätte ich theoretisch auch einfach online spielen können. Und das ist ja ein bisschen das Ziel der Sache. Nur wir haben keine Hacker, von denen wir nicht wissen, dass es Hacker sind. Hier hacken alle Bots. Darauf kann man sich verlassen. So, einmal Zucker, einmal Iskra, Ultranosler war nicht so gut. So, dann haben wir hier Tag Cola und nochmal ein Würstchen. Hier drin haben wir Rattencola und eine Tasche. Und S-Diary und Bolzen. Waren die gut? Ja, die waren gut.
So, nehmen wir mal mit. Den Apfelsaft können wir trinken. Wir brauchen den Platz. So, da ist Tushonka. Schritte. Ich dachte zuerst ein PMC, aber dann eindeutig ein Skiff. Da kommt er. Da kommt er. Ja, komm halt rüber. Ich kann nicht so lange zielen. Ah, Tushonka. EWR. Ist da auch einer? Hä? Gar nicht, was da? Wertsachen heute nicht. Heute nicht. So, Lever kommt hier nach unten. T-Plug und Alu-Splint, alles klar. Was soll's, die Tarkola muss noch Inventarplatz frei machen. Lecker, lecker. Da ist er ja. Alter. BTR kommt. Tech-Manual, das muss man finden. Das können wir gleich raustransferieren. Obwohl, dann ist die Daily Quest vorbei. Oh, Zucker, her damit. Die letzten. Sollt doch nicht so viel rauchen, Mann. So. Ein BTR. Wir gehen aber noch in den Skeff-Bunker. Wegen den vielen Wertsachen, die eventuell da liegen. Und dann gehen wir raus. So, hier hinten checken. Iskra und Wurst. Hier unten auf PMCs aufpassen. Vor allem, weil man nichts mehr sieht. Boah. Wünschte, ich hätte meinen taktischen Laser noch. Katze. Goldchain, was werf mal weg? Tushonka und Wurst. Kriegt die Katze dann trotzdem nicht gescheit rein. Jetzt aber. Katze. Für Goldkette. Ach, was soll's. BP-Munition weg. Ich weiß, es ist eigentlich ein Vergehen, aber. Irgendein Tod muss mal sterben. So. Und dann. Hoffen wir auf den Schlüssel. RB irgendwas nehme ich. So, Cat kann weg. Ist gerade dahin. Füll noch einmal das Magazin nach. Und dann nichts wie raus hier, würde ich sagen. Ja gut, die Erbsen bräuchte ich nicht. Und die Rauchgranate bräuchte ich nicht. Dann passt es doch wieder. So. Dann können wir raus. Beziehungsweise gibt es hier noch, da gibt es noch eine Toolbox. Vielleicht finden wir Glühbirnen. Die sind relativ wertvoll gerade. AWL ist auch wertvoll. Und Glühbirne, auch sehr wertvoll. Gut. Dann gehe ich zum Vehicle Exit. Falls nichts Spannendes passiert, ist alles im Zeitraffer. Na bitte, das war doch ein ganz okayer Run. Diese Gäste haben schon ordentlich gezwiebelt, aber wir haben überlebt und das relativ souverän, würde ich noch sagen. Und je nachdem haben wir das Kit annähernd wieder gut gemacht. Schauen wir mal, was die Goldketten wert sind. 32 auf dem Flohmarkt und die Katzen waren bei 38.000. So viel gibt Therapist auch. Eine wollen wir ja eh behalten, also kommt die da rein. Bei der Uhr genauso, was ist die wert? 60.000. Kriegt man auf den Therapist. Das geht gar nicht zu verkaufen, das ist wahrscheinlich vom Fliegeband. Das S-Diary behalten wir auch, können wir theoretisch an Peacekeeper verkaufen. Die Gold Chains kommen erstmal da rein.
Das Tech-Manual geht man jetzt ab, bevor die Quest abläuft. Exit the location, ja. Ist das schon abgelaufen? Okay, Wochenquest. Okay. Das kriegt mal hin. Für 13.000 XP, warum nicht? Ah, ist das jetzt nicht mehr relevant? Um 3 Minuten haben wir das verpasst. Irgendwie so. Ah, doch, da. 3 Minuten. Wunderbar. 4.000 XP bekommen. Kann man nichts sagen. Only Business, ja, natürlich. Ja, das schafft man doch. Ab Level 17 ist das, glaube ich, bei ihm. Ja, Level 17. Peacekeeper haben wir schon ab Level 14. Da müssen wir mehr Dollar kaufen. Das können wir jetzt eigentlich machen. Also wie viel müssen wir ausgeben? 1000. Aber ich muss mal... Ah, 14.000 Dollar muss man ausgeben. So, dann kaufen wir 10.000 Dollar für 1,4 Millionen. So, hat gereicht. Und jetzt hat der mehr Zeug für uns. Ist das nicht schön? Wird eventuell das Preset anlegen auch leichter. Ja, ja, Receive All. Vergesse ich immer. Rein in den Stash. Ich glaube, von diesem Mutovic haben wir jetzt 2. Ja, wie viel bist du auf dem Flea wert? 55.000. Ich bündel Zucker immer ganz gern. Generell verkaufe ich auch nur, wenn die Preise hoch sind. Macht, glaub ich, nur, oder? So, deswegen legt man das alles zur Seite und verkaufen es dementsprechend nur, wenn mal der Preis stimmt. Also Zucker will ich schon für 100.000 verkaufen, wenn es geht. Boah, arg viel mehr gibt es da nicht zu beachten, außer relativ häufig dann in den Flea zu gucken. Aber das mache ich sowieso. Bei den Items, wo ich weiß, dass die teilweise ganz schöne Nutzungsspitzen haben. Poxeram ist auch sowas. Also teilweise kriegt man echt viel dafür. Wo habe ich es denn hin? Hier ist nur eine Tube drin, okay. Jetzt ist er 9.000 wert, aber das ist teilweise auch ganz anders. Hier dieses O-Scope ist relativ billig gerade. Da ist sogar die Überlegung, ob ich mir das einfach kaufe. Nee, das macht man nicht so. M855. Ah, bei den Restmengen lohnt sich es praktisch gar nicht. Lass mal die raustun. Wir brauchen aber ein bisschen mehr zum Nachklicken. Klick, klick, klick. Oh, das sind die guten. Da sind die nicht so guten. Glaube ich zumindest. Schau mal. Bis 4 High und das ist bis... Ja, 4 ist noch very high, 5 ist low, deswegen würde ich sagen, die sind besser. Dann nehmen wir einfach die hier mit. Sind das andere? Ach, das ist ja M855, das sind ja die guten. Dann kommen die auch noch da unten hin. So, dann sind wir gerüstet fürs nächste Mal, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal.